Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ja, wie ihr seht, bin ich ganz woanders. Und zwar sind wir nicht mehr in Kyren, sondern ich habe mich ein bisschen ins Umland geschlagen. Ja, weil ne, hier auch viele Aufgaben auf uns warten. Und die erste, die wir annehmen, ist der gute Römer. Los, sag deinen Spruch auf, ich warte schon. Verärgere den Vorarbeiter nicht. Wir wollen nicht, dass er uns zum Aquädukt versetzt. Dort ist es wie... Der Vorarbeiter lässt die Wachen nach uns sehen? Wir beschweren uns nicht. Wir arbeiten hart. Ich bin keine Wache. Ich bin ein Magi aus Siva. Behandelt ihr euch schlecht? Die Arbeit sieht sehr schwer aus. Nein. Im Vergleich zu den Sivanern am Aquädukt behandelt man uns wie Pharaonen. Das würde ich nicht sagen. Gibt es Probleme beim Aquädukt? Dieser patzige Ingenieur, Vitruvius. Unsere Landsleute schuften sich zu Tode. Und jetzt ist auch noch die römische Armee dort. Das bedeutet nichts Gutes. Ich sehe mir das mal an, Seni. Wohin führt uns das denn dahin? Eigentlich wäre es mir lieber, ja, obwohl wir müssen ja eh gleich wieder hin und her rennen. Ja. Dann wollen wir mal. Ich habe da zwar diesen Adlersprung da schon gemacht. Ich hätte jetzt auch hinreisen können. Aber ja. Ist ja jetzt nun auch wieder nicht so weit, ne? Seht ihr, Sendo macht das schon. Und dann haben wir das doch auch. Vielleicht löst die Peitsche deine Zunge. Genug! Meine Arbeiter tragen keine Schuld. Schickt mir Soldaten mit etwas Verstand oder wir finden meine Dioptra nie. Feldherr Agrippa wird davon erfahren. Ein Römer, der sich für Ägypter einsetzt. Erbärmlich. Sag Agrippa, ich brauche echte Soldaten, die mir im Kampf gegen diese Diebe helfen. Und jetzt zurück zu euren Weinschläuchen, ihr nutzlosen Faulpelze. Bist du dafür verantwortlich, dass sich mein Volk zu Tode schuftet? Dein Volk? Es ist mein Volk. Ich halte es unter diesen äußerst widrigen Umständen am Leben. Doch wer bist du, mein ägyptischer Freund? Bayek von Siva, Beschützer dieser Menschen. Nun, Bayek von Siva, ich bin Vitruvius und entgegen der herrschenden Meinung sind nicht alle Römer eure Feinde. Wenn du deinen Leuten helfen willst, dann hilf mir. Unser Werkzeug wurde gestohlen. Mein Messinstrument, die Dioptra, ist wichtig. Ohne sie stoppt der Bau des Aquädukts. Die Lakaien des Feldherrn geben meinen Arbeitern die Schuld. Vielleicht suche ich nach deiner Dioptra. Mit ihrer Hilfe könnte dieser erhabene Fluss bald die Felder der Kyrenaiker bewässern. Sprich mit Dedi bei der Baustelle. Er hatte sie zuletzt. Fortuna sei mit dir, Bayek von Siva. Senu? Aha. Das muss einer der Karren sein. Einer der was muss das sein? Wir können hier hoch.
Bist du Diddy? Deine Katze? Jo, zwei Stück. Der ist weggerannt. Wieso haut er denn ab? Jetzt habe ich das erst verstanden. Das mit bloßen Händen, ist klar. Diddy, warte! Ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Aber sag mir, wo die Diopter ist. Meine Frau brachte mir gerade eine frisch gebratene Hähnchenkeule zum Mittag. Es muss schon Wochen her sein, seit ich... Klingt köstlich, aber kommen wir zu diesem Werkzeug. Dein Essen hilft nicht weiter. Oh, verstehe. Also... Ich ließ die Dioptra in der Höhle, und als ich wiederkam, war sie weg. Gestohlen von Wölfen, Geistern oder Schlimmerem. Wie sieht diese Dioptra aus? Wie eine Feuerschale. Aus drei Teilen. Durch ein Teil sieht man, mit einem misst man. Ich finde sie. Und du versuch nicht vor Angst zu sterben. Ach, Herr Jemini. Senu, kannst du denn jetzt schon was sehen? Es ist sowieso wieder am dritten Punkt. Da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Muss ich dafür hier rein? Totenstadtversteck, aha. Scheint da oben zu sein. Ist ja jetzt eigentlich eher nur die Frage, ob ich hier so durch kann, um da hinzukommen. Oder ob ich von oben ran muss. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Okay. Ist auf jeden Fall alles hier. In der Nähe. Ja, einmal hochgucken. Oh ja, ich sehe schon. Ein Banditenlager. Dann wissen wir, dass keine Geister das Werkzeug gestohlen haben. Hey, was? Scheiße. Warum bist du hier? Was? Friss das, du Ratte! Ha! So, ich bin ja jetzt hier schon mal total in der Nähe. Mache ich das jetzt auch eben hier schnell fertig? Hier. Ah, ich dachte, ich könnte da durch. Sieht aus wie ein Teil der Dioptra. Dieser Ort ist uralt.
Er war schon heilig, bevor die Römer und Banditen herkamen. Jetzt müssen wir da lang. So, irgendwo so ein Zeichen. Ich glaube, Treppe soll das bedeuten oder so. Na gut. Ja, da hängt einer. Hilft den Zivilisten. Warum schaffen die es immer, Leute gefangen zu nehmen? Da ist nichts. Hier ist auch niemand. Okay, hier ist nur einer. Den kriege ich aber klein. Hey! Ja, komm her. Stirb endlich! Ich habe einen vergessen. Oh Gott. Das ist aber jetzt nicht mein Problem gewesen, dass das da Feuer gefangen hat. Also das war definitiv nicht mein Problem. Was haben wir denn hier? Dieser Bote wurde von Banditen gefoltert. An meine einzig wahre... Halte mal die Klappe. An meine einzig wahre Liebe. Liebste, ich denke jede Minute an dich und wünschte, ich wäre auf unserem Imkerhof und in deinen Armen. Seker hat die anderen Steinbrucharbeiter wahnsinnig gemacht mit seinen Gerede. Er ist entschlossen zu rebellieren und nichts, was ich sage, kann ihn umstimmen. Ich habe Angst um uns. Die Römer werden mir brutal Gewalt antworten. Vielleicht kann das Andenken an Ägypten, das ich mir in die Haut gebrannt habe, mich beschützen. Ich wünschte, ich könnte dir den Hochzeitsarmreifen schicken, den ich gemacht habe, doch ich traue dem Boten nicht. Ein rührender Brief. Ja. Habt ihr Merope? Liebende entzweit durch Unterdrückung. Erinnert mich an Aya und mich. Der arme Hapti. Ich sollte mir das ansehen. Er hat sicher Ärger. Mit der Tätowierung sollte er leicht zu finden sein. Ja, da war ich ja schon direkt. Alarm! Hier drüben! Ein Teil des Messinstruments. Ach du Scheiße. Na, ich deck dich, sei unbesorgt. Das hört sich an. Wohl eher nicht, ne? Ach, das war ja klar. Schon erschöpft? Da bist du! Hoppala. Das. Hab ich dich! So. Muss ich jetzt hier irgendwas? Nee, ne? Was? Och, nein! Du hättest nicht herkommen sollen! Da! Brenn! Hat nicht funktioniert. Ich glaube, ich habe das Ausweichen jetzt gerade gelernt. Ich töte dich.
Okay. Friss das, du Ratte! Bin in Reichweite! So, das andere ist wo? Was? Da geht einer rennen. Da bist du! Hä? Was? Was ist das? Was? Achso, du. Da. Komm her. Hey! Ihr habt den armen Mann gefoltert. Jetzt gibt's Rache. Ich glaube, hier ist gar keiner mehr, oder? Doch, hier ist noch jemand. Oh, zwei Löwen. Oh, ich weiß das. Ich krieg wieder total Ärger, wenn ich die jetzt... Noch ein Werkzeugteil. Ich muss zurück zu Vitruvius, bevor an Dedi ein Exempel statuiert wird. Viele Löwen und so... Ich würde sie ja gerne freilassen. Wo soll das jetzt sein? Vielen Arbeiter habt ihr im Stall. Ach so, das soll da unten dann. Okay. Gut. Ich werde jetzt die Löwen freilassen. Da weiß ich ja, wie ich da runterkomme. Das ist ein Löwe. Gut. Oh, die beiden kämpfen gegeneinander. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ist das nicht eine Löwin und... Oh ne, Leopard und Löwe. Sorry. Das wollte ich jetzt nicht. Da unten der Leopard ist aber schon... fleißig zugange. Krass. Oh, wow, 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 wow. Oh. Oh, krass. Naja, er will uns. Da hinten ist der andere Leopard. Ah, ne, er rennt weg. Schön. Schöne Sache. Renn weg. Lauf in Freiheit. Lauf in Freiheit. Mach sehr schön. Okay, irgendwas, was hat uns gesehen? Ah, der Leopard. Oder die Löwin? Na gut, ich schnapp mir jetzt aber da drüben das Pferd. Ach, wie schön. Gott sei Dank hat das mal geklappt, ey. Hey, ich töte dich!
Wow. Hochala. Und keine Sau hat das jetzt mitgekriegt, dass ich da die Tiere freigelassen habe, ne? Wow. Faszinierend. Senno ist nicht verfügbar. Ja, das dauert noch. Da müssen wir erstmal noch ein bisschen hinreiten. Sieht nicht gut aus. Er wandert. Das ist ein Massaker. Was ist hier denn passiert? Ja, jetzt sehe ich das erst. Hier liegen überall Leute tot rum. Pfeilen durchbohrt. Ich weiß nicht, ob hier noch mehr Leute sind. Ich habe jetzt nur die da markieren können. Okay, ich muss da irgendwie rein. Machen wir das jetzt mal ein bisschen schwerer. Okay. Getötet. Und einfach zurückgelassen. Das ist das Zeichen des Ankh. Armer Hapti. Aber er trägt keinen Armreif. Seine Geliebte weiß nicht, dass er tot ist. Das macht mich krank. Ich gebe seinem Kar Ruhe und bringe den Armreif zurück. Haptis Frau wird das als Andenken haben wollen. Ich denke, der hat keinen Armreif dabei, hat er gerade gesagt. Toll, der haut jetzt ab. Wie kriege ich denn den Boss direkt? Ich denke mal, dass ich hier jetzt nicht hoch kann. Nee. Tibiave! Ibi Manere! Aha, die Klappe. Die schnappe ich mich. Ich schnapp dich. Ich schnapp dich weg. Ich schnappe dich weg. Aber sowas von schnapp ich dich weg. Das tut mir leid. Oh, nicht verbrennen, nicht verbrennen. So, der ist schon mal vergiftet. Ja, das ist ja lustig. Das war ja lustig. Tagebuch des Lagermanns hinter 6000. Ja, könnt ihr ja selber lesen. Finde ich jetzt gerade nicht so interessant. Der stand mitten im Tisch.
Deswegen konnte ich jetzt also großartig nichts machen. Gerade. Ich wollte ihn so richtig schön wegschnappen und er ging nicht. So. Ich muss mal überlegen. Da sind noch Zivilisten unten. Nö. Da sind noch mehr drin. Oh, der kommt hier hoch. Und schnell die Leute. Befreien. So gültig. Ich danke dir. Hä? Nadu, studieren! Tod allen Römern! Warte, den schnapp ich mir. Warte mal. Repressore in Puer! Die haben du. Habe ich Römer freigelassen? Ich schick das gerade nicht. Ja, der da hinten ist weg. Wo bin ich denn hier gelandet? Naja gut, da ist auf jeden Fall irgendwas mit einem Elefanten. Ich würde gerne wieder hoch. Scheiße. Ich komme hier nicht mehr raus. Oh fuck, das war so nicht geplant. Das war sowas von nicht geplant. Das war die Kampfarena von diesen Elefanten. Von diesen Kampfelefanten. Scheiße, das gibt's. Lager betreten. Ich würde es nicht gerne tun. Boah. Wo kommst du denn schon wieder her? So, dann sagen wir der Frau jetzt, dass der Mann tot ist. Geben ihr den Arm, Ralf. Bist du Haptis Geliebte? Ich weiß, warum du hier bist. Er ist tot, oder? Hapti. Es tut mir leid. Es gab einen Aufstand am Steinbruch. Nein, ich möchte es nicht wissen. Er war immer so ein Hitzkopf. Wie konnte er uns nur so verlassen? Ich habe seinen Armreif. Er wollte, dass du ihn bekommst. Was bringt mir ein Armreif? Mein Kind wird ohne Vater aufwachsen. Danke für die Botschaft. Du bist ein guter Mann. Aber bitte, lass mich mit meiner Trauer alleine. Ich bin nur eine weitere Frau, die die Römer zur Witwe gemacht haben. Das ist der Krieg, von dem keiner spricht. Ich hab's dir zumindest gesagt. Römisches, so, was ist das jetzt? Römisches Suruslager. Elefant töten. Ja. Yeah. Never. Ne. Der war ja... Es ist,
So, hier muss ich die Quest abgeben. Dann mache ich Carpe Diem. Ja, dauert jetzt so ein bisschen länger, der Ritt, aber das ist ja nicht so schlimm. Obwohl, da oben ist es ja schon direkt. Der Elefant, ey, vor dem kannst du doch nicht mal wegrennen. Weiß nicht, wie ich den besiegen soll. Ich besiege den garantiert nicht, ey. Aber ich weiß nicht, ich finde, sowas muss auch nicht unbedingt sein, oder? Ich hasse es, Tiere zu töten. Ich versuche ja auch eigentlich immer, die Tiere, wenn sie in diesen Käfigen drin sind, zu retten. Also denen zu helfen, ich weiß nicht, ist so. Aber das funktioniert irgendwie nie so, wie ich das gerne hätte. Entweder greifen sie mich an, ich habe gar keine andere Wahl, als sie zu töten. Oder sie greifen meinen Gefährten an und der tötet sie dann. Oder, so wie ihr gerade gesehen habt, die töten sich gegenseitig. Ja. Egal, was man macht, es ist falsch. Wow. Du hast sie? Du hast meine Dioptra? Ich habe sie oberhalb des Aquädukts gefunden. Wirklich? Einige meiner Arbeiter wollen dort Stimmen gehört haben. Sie dachten an Geister. Doch ich hielt das nur für abergläubischen Unsinn. Das ist erledigt. Euch sucht nichts mehr heim. Weder lebendig noch tot. Exzellent. Jetzt hat Feldherr Agrippa keinen Grund mehr, meine Arbeiter zu quälen. Er wurde noch ehrgeiziger, seit Flavius aus Siva zurückkehrte und keinesfalls im guten Sinne. Danke, Bayek. Du rettest unseren Leuten das Leben. Ich schulde dir was. Fortuna sei mit dir, Vitruvius. Deine Arbeit wird vielen Menschen in der Kyrenaika helfen. Jetzt kommen wir da unten runter. Ja, ich muss irgendwas reparieren lassen. Muss mal gucken später, was das ist. Was genau man von mir möchte. Na, guck mal, ich bin nur aus dem Weg gegangen. Das wird holprig. Wow. Oh Gott. Gott sei Dank war da gerade ein Bug. Mein Pferdchen das Leben gerettet. Oh Gott. Oh Gott. Komme, was wolle. Ich schaffe es definitiv. Okay, es ist in der Festung. Oh. Ich muss da irgendwie rein. Was mir eigentlich gar nicht passt, denn ich möchte eigentlich gar nicht in so Festungen rein. Wow. Wenn du schon mal da stehst. Dieser Ort wird schwer bewacht. Was brauche ich denn? Was ist denn? Ist hier irgendwas in der... Oh ja, da ist einer. So, der geht jetzt erstmal schön langsam zugrunde. Ach so, ganz unten, ja, ja. Irgendeiner kommt hier hin. Scheiße, jetzt muss ich hier rein. Ach so, praktisch. Wie praktisch. Nein. Apathe aus Siva.
Ich konnte es jetzt leider nicht lesen. Es tut mir vollkommen leid. Leute. Aber ihr könnt ja zurückspulen. Und pausieren. Und es euch dann nochmal durchlesen. Ich will jetzt hier so schnell wie es geht raus. Irgendwas mit Brutus und Siva. Eigentlich, ich meine mich dran erinnert zu haben. Ich bin mir jetzt aber nicht so sicher. Ich glaube, es hatte Kleopatra, ich weiß gar nicht, die hat das zwar alles an sich strategisch gemacht, ne? Was sie halt gemacht hat. Aber ich glaube, sie hat auch sich viel hochgeschlafen, sag ich mal so. Also nach Caesar hatte sie auf jeden Fall was mit noch einem. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Nennt mich jetzt dumm, aber ich weiß es wirklich jetzt gerade nicht. So, Schatten von Apollon. Den kriege ich noch nicht hin. Aber ich kriege erblindete Augen hin. Und da reite ich jetzt auch erstmal hin und dann mache ich erstmal diese beiden Quests fertig. Wow. Hilfsmittelkill, er kommt aber spät. Aber ich muss jetzt eh einen Cut machen und sage schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal.